Sie strebten nach dem Vollkommenen, wollten aus Wertlosem Wertvolles herstellen, unedle Materialien in edle verwandeln und so die Metalle auf die höchste Stufe erhöhen, auf die des Goldes. Diese Veredelung sollte mittels eines universellen Wirkstoffes erfolgen, dem Stein der Weisen, der kranke Körper gesund und Unvollkommenes in Vollkommenes transmutieren konnte. Indem sie geheime Codes benutzten, wollten sie sich und ihre Arbeit gegen Uneingeweihte schützen. Es war das Zeitalter der Alchemisten.